Hallo Leute von heute. Heute habe ich mal wieder ein selbstgebasteltes Set für euch. Und zwar ein Raumschiff. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt auch mal etwas genauer an. Und zwar habe ich hier erstmal einen Ständer gebaut aus so ein paar Platten hier. Das ist zum Beispiel, glaube ich, die Rampenplatte aus Duel on Geonosis. Oh mein Gott, nee, ich glaube, das war die nicht. Die war etwas breiter, die Rampenplatte. Die war etwas breiter. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wovon die herkommt. Dann habe ich hier eine kleine Platte. Ja, und hier habe ich dann ein paar Steine drauf getan. Und ja, die Platte soll halt eben auch dafür sorgen, dass das Schiff im Gleichgewicht ist. Und dann kann man hier mit diesen zwei Teilen, die kann man hier unten dran machen. Und dann kann man da das Raumschiff mit stehen lassen. Das mache ich mal ganz kurz. So, und dann habe ich das hier unten dran befestigt. Und dann kann das... Wenn man dann gut aufpasst, kann das Raumschiff dann auch sehr cool stehen. Das habe ich mal so gemacht, weil ich das ganz cool fand, dass das Raumschiff dann so schwebt. Und ja. Unten haben wir dann hier so einen kleinen Antrieb. Den können wir dann drehen, schön um 360 Grad, diese drei Propeller. Ist auch sehr cool. Das wurde einfach hier unten dran gemacht in den Platten. Ah, aber das ist nicht der einzige Antrieb. Denn eigentlich, ja, kann man sich aussuchen, wie das Schiff fliegt, aber eigentlich sollte das hier vorne sein. So habe ich mir das zumindest gedacht. Und zwar haben wir dann hier hinten nochmal einen gelben Antrieb und dann haben wir hier auch nochmal ein paar Kanonen. Und zwar zwei Schnappschooter, die können wir dann folgendermaßen abfeuern. Wenn ich das jetzt hier zeigen kann, muss man einfach nur, ja, kann ich nicht, aber eigentlich muss man hier einfach nur das drücken und dann fliegt hier der Schnippschnuter oder Schnappschooter raus, was ich auch sehr cool finde. Und ja, an den Seiten sind dann auch nochmal Turbinen. Und die Turbinen erinnern mich so ein bisschen an die Razor Crest, also das Schiff von Mandalorian, auch wenn dieses Schiff ja keine Ähnlichkeit damit hat, wie ich finde. Und ja, diese Turbinen, das Schiff von Mandalorianer, also die Razor Crest, hat ja auch an den Seiten so riesige Turbinen, was ich sehr cool finde. Dann habe ich hier habe ich dann auch ein paar reingemacht. Hier ist sogar ein kleiner. Ja, das ist so eine Art Schnappschooter. Eigentlich ist das ein Schnappschooter, der da drin ist. Dann nochmal mit einem roten Stud. Ja, aber diesen Stud habe ich nicht mal gefunden. Und das heißt, ich konnte das hier leider nicht nochmal machen. Das heißt, es ist nur auf einer Seite. Das heißt, eine Turbine ist leider ausgefallen. Hier vorne haben wir dann auch nochmal, ja, ein Stud. Das soll so das Geschütz sein, was dann schießen kann. Und hier oben haben wir dann nochmal ein paar Details drauf. Und ja... Was ich noch cool finde, ist, dass man hier die obere Schicht, sage ich jetzt mal, abnehmen kann. Und das mache ich auch mal kurz. Und zwar habe ich die jetzt abgenommen. Und das habe ich noch gar nicht erzählt. Das wurde hier aus zwei Schiff, also aus einem Schiffsteil hier zusammengebaut, das Raumschiff. Was ich auch sehr cool finde. Und dann können wir hier nochmal einen Innenraum sehen. Und zwar ist hier dann noch Platz, ja, für eine beliebige Minifigur. Hier ist dann das Steuer. Und ja, hier kann man dann auch nochmal einen Blaster reinstecken. Ganz simpel gehalten und ich würde mal sagen, wir setzen da jetzt mal ganz kurz eine Minifigur rein. So, ich habe jetzt mal einfach irgendeinen beliebigen Mandalorianer aus dem Mandalorian Battle Pack genommen und er kann das Schiff dann so steuern. Mir ist gerade aufgefallen, der Sitz ist dann etwas zu hoch. Das muss ich dann nochmal korrigieren. Und ja, hier an den Seiten haben wir auch nochmal ein paar Details, wollte ich nochmal ganz kurz zeigen. Und ja, genau hier das Oberdeck, das wird dann hier von diesen Stud und diesen Stud, wenn man das dann drauf macht, gehalten, wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Und ja, ich mache das dann nochmal ganz kurz wieder drauf. So, was mir gerade aufgefallen ist, man kann das jetzt nicht drauf machen, wenn hier eine Minifigur drin sitzt. Das muss ich dann noch korrigieren später. So, dann habe ich jetzt hier wieder die obere Schicht drauf gemacht und man kann sehen, das sind hier nur zwei Studs jeweils bei beiden Seiten. Also die dann hier besetzt wurden. Eigentlich hat das jetzt hier vier Stats, die hier besetzt werden können. Also man hätte hier mal eine 2x2 Platte nehmen können. Aber ja, ich habe das jetzt nur mit zwei Stats gemacht. Dann geht hier die obere Verkleidung, sage ich jetzt mal, leichter ab. So, das war es jetzt aber auch schon vom Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe auch, das Set hat euch gefallen und das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.